Hi Leute, wir sind jetzt gerade spazieren gegangen und sind jetzt gerade auf dem Rückweg. Hier einen schönen Feldweg entlang, da hinten ist, glaube ich, nicht unser Wald, aber da ist auch ein Wald. Und ja, wir sind hier einfach mal ein bisschen die Ortschaften lang gegangen, weil wir nicht genau wussten, was wir tun sollten. Und wir mussten abtrocknen, weil wir sind eben ziemlich nass geworden. Und ich glaube, die Laune ist mittlerweile schon was besser, weil jetzt ist was Zeit vergangen. Der Wind ist total doll und sind wir super in der Aufnahme. Ja, wir warten noch ein bisschen. Hi Leute, wir sind jetzt gerade, und zwar André und Tobi und natürlich ich, wir sind jetzt gerade hier im Camp wieder angekommen. Das war doch jetzt ein längerer Spaziergang als eigentlich gedacht. Wir waren jetzt fast drei Stunden unterwegs. Ist aber kein Problem. Wir haben jetzt 16.18 Uhr. Das bedeutet, es dauert zwar noch was, bis es dunkel wird, aber wir sollten unbedingt das Feuer wieder ankriegen. Das ist hier auf der Seite, das Feuer sollten wir wieder ankriegen. Und außerdem werden wir uns gleich wahrscheinlich, wenn das Feuer an ist, in einem Stündchen nochmal einen Brennnesseltee machen und vielleicht ein paar Birkenblätter dazu mampfen, weil wir haben immer noch Riesenhunger und der wird wahrscheinlich auch niemals richtig gestillt werden in der Zeit, wo wir noch hier sind. Aber man kann ja wenigstens so ein bisschen da entgegenkommen und versuchen es dann damit. Jetzt werden wir erstmal versuchen, das Feuer nochmal anzuzünden und ja. Ja Leute, jetzt sitzen wir hier, das Feuer brennt wieder halbwegs gut, oder eigentlich brennt es relativ gut. Und wir haben jetzt hier einen Haufen an Vorräten, das kann ich euch mal kurz zeigen. Am besten nehme ich dafür die Kamera in die Hand, fällt mir dazu ein. Und wir hoffen, dass auf jeden Fall ein Großteil für die Nacht soweit reichen wird. Das wird sich aber dann zeigen. Hier vorne haben wir vor allem das, was besonders das Feuer entfachen soll, wobei die Tannenzapfen nicht wirklich gut brennen, die sind eigentlich nur so ein Geruchsaroma. Dann haben wir hier die etwas dünneren Äste, das ist, die sind natürlich vor allem dazu da, gerade wenn das Feuer was kleiner ist, das zu vergrößern, und das breitet sich dann auch recht gut aus. Und dann haben wir hier noch große Äste, die werden wir natürlich auch brauchen, gerade um das Feuer was größer zu machen, und das brennt dann auch länger, das ist recht gut. Und ja, ich weiß nicht, ob das die ganze Nacht reichen wird, aber hoffentlich jetzt erstmal die nächsten Stunden, sodass wir da nichts Neues suchen müssen. Ja, und generell, wie es weitergeht, ist es jetzt, wir haben jetzt immer noch gut, weiß ich gar nicht, wenn wir um 22 Uhr pennen gehen, wenn es dunkel ist, haben wir immer noch ziemlich viel Zeit hier rumzusitzen und über irgendwelches Zeug zu philosophieren, was man dann halt so macht. Wir haben ja eben schon gesagt, wir haben einfach krass viel Zeit, und von daher kann man sich die Zeit dann auch nehmen, wenn man sie hat. Und wir sehen uns dann gleich beim Brennnesselpflücken, genau. Leute, dann geht es jetzt endlich zum berühmt-berüchtigten Brennnesselpflücken mit Tobi als Kameramann. Yay, hi, Leute. So, und ja, wir tun das gleich wieder in diese Tüte rein. Und wir gehen jetzt zu den üblichen Wegen. Das kennt ihr bestimmt jetzt mittlerweile schon auswendig, diesen Weg. Aber das ist recht praktisch. Ich kann das ja mal gerade zeigen. Das hier, film mal kurz rüber, das da ist unser Lager. Und wenn man jetzt hier rüberkommt, genau, hat man hier die Möglichkeit, wenn du einmal mitkommst, da vorne, hat man hier einmal schön die Möglichkeit, durch dieses Tor hier runter zu gehen, zum Fluss runter. Vielleicht willst du mal kurz diesen Weg zeigen. Der führt hier nämlich zum Fluss runter. Genau. Achtung, geht nicht auf die Fresse. Sehr spektakulär. Sehr spektakulär. Und dann hat man die Möglichkeit, hier über diese Brücke drüber zu gehen. Ja,
tue mich jetzt auch nicht auf die Fresse. Und ja, dann sind wir hier. Dann gibt es da oben die Möglichkeit, trockenes Gras und so weiter zu pflücken. Vor allem fürs Feuer machen sehr nützlich. Wir gehen jetzt aber den Weg wieder zurück. Ja, gehe ich vor, umso besser. Wir wollen ja Brennnesseln pflücken. Die Brücke ist natürlich auch selbst gebaut, aber warte ja selbst dabei. Das haben wir ja gefilmt. Gut, die ist auch stabil, das ist recht praktisch. Und jetzt muss man natürlich hier aufpassen, weil das ziemlich glitschig ist. Jetzt soll ich euch entgegennehmen? Nee. Klappt schon. Okay. Dann. Okay, hier gehen wir durch unser schönes Haupttor. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, in die Richtung weiterzugehen. Das machen wir jetzt auch. Dort kommen wir nämlich zum Eingang des Waldes. Der Wald selbst, der liegt in Nordrhein-Westfalen, kann ich soweit sagen. Und es ist so, dass der liegt direkt an der Straße, also wir sind nicht mitten in der Pampa gewesen. Aber auch wenn das jetzt direkt an der Straße liegt, ist es einfach ultra hart gewesen diese Zeit. Es sieht schon da, als wäre es vorbei, es ist ja noch gar nicht vorbei. Ich würde sagen, das Schlimmste kommt noch. Das ist, glaube ich, jetzt die Nacht, die noch kommt. Weil es einfach geregnet hat, es ist super nass hier und wir haben extremen Hunger. Aber wenn wir diese Nacht hinter uns haben, wenn wir morgen aufwachen oder die ganze Nacht wach waren, dann ist alles perfekt. Dann wird alles gut, das wird richtig genial. Hier hat sich schon so ein Trampelpfad gebildet. Ist so. Und ich freue mich total darauf, morgen aufzuwachen und mir zu denken, jetzt nur noch in ein Restaurant und dann war's das. Ich freue mich da so fett drauf. Wir gehen jetzt erstmal zu den Brennnesseln, wir sehen uns gleich. So Leute, ich habe das Messer bereit. Wir sind jetzt hier wieder bei dem bekannten Brennnesselbusch. Und da suchen wir uns jetzt ein paar Brennnesselsträucher aus. Nein, die Tüte darf ich nicht wegbiegen. Und es ist ziemlich stürmisch, wie man bemerken kann. Und es wird echt eine unangenehme Nacht. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber gut, pflücken wir hier mal die ersten Brennnesseln ab. Ich würde sagen, ungefähr 10 von denen. Verdammte. Okay, ich habe es irgendwie falsch gemacht. Ja, feste zupacken und rein. So. Und die hier. Wir sind jetzt hier am Lagerfeuer und wir haben jetzt auch, wir haben ja hier die Brennnesseln, die wir eben gesammelt haben. Und jetzt haben wir hier auch Wasser aufgesetzt, das wir vorher natürlich gefiltert haben mit unserem schönen, super professionellen Filter. Und das kocht noch nicht ganz, aber es dampft auf jeden Fall ziemlich gut. Deswegen können wir auf jeden Fall jetzt schon anfangen, die Brennnesseln zu schneiden, die ich jetzt alle mal hier drauflegen werde. Und, oh, du Scheiße. So. Und dann schneiden wir hier die Blätter von ab und werden die hier reintun. So. So Leute, jetzt gerade kocht da hinten unser Brennnesseltee. Da kann man noch ein bisschen warten und André ruht sich noch ein bisschen aus. Es ist immer relativ wichtig, dass man gerade bei solchen Survival-Trips, aber natürlich auch wenn man in einer echten Notlage ist, dass man sich ordentlich und gut beschäftigt und dass es nicht zu langweilig wird, weil gerade Langeweile ist eine ziemlich gefährliche Sache, was die Psyche betrifft. Man kann schnell demotiviert werden und das sorgt meist für ziemlich miserable oder massive Fehler, die man macht und das ist natürlich gefährlich. Genau. Und deswegen, wenn man im Wald was rumläuft, dann trifft man ja auf komische Personen, aber man findet auch komische Sachen zum Beispiel. Zeig, was wir gefunden haben. Genau, wir haben zwei Tennisbälle gefunden. Ja, genau. Das ist diese Gummikapsel in den Tennisbällen. Genau. Und die werfen wir jetzt auch noch mal ein bisschen hin und her. Ein bisschen Spaß haben ist wichtig, ne? Die färben. Mit den... Alter, die färben ab. Wir haben Farbe. Wir können uns damit einschmieren. Das tue ich jetzt nicht. Ich finde, es sieht cool aus. Okay, wir sehen uns drüben.
wir haben ein paar gute Würfel dabei gehabt. Ja. So, und nachdem wir jetzt jede Menge Spiel und Spaß hatten und ich wundere, André ist da drüben, der ist nur auf der anderen Seite, der ist jetzt nicht verschwunden oder so, der kriegt auch gleich noch was zu trinken, geht es jetzt eben daran, dass wir mal den Tee trinken. Jetzt weiß ich gar nicht, wie heißt es? Ah ja, nee, ist voll gut abgekühlt. Das kann man auf jeden Fall anfassen. Ja, an den Seiten geht es sogar auch schon. Und ich würde anfangen damit einfach mal einen Schluck daraus zu trinken und gucken. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu heiß ist oder nicht. Ich probiere einfach mal es. Es ist noch ziemlich krass heiß. Was? Noch warten. Dann warten wir einfach ein paar Minütchen und dann trinken wir gleich weiter. Tut auf jeden Fall gut, schmeckt ein bisschen mehr als nach gar nichts, aber irgendwie immer noch relativ geschmacklos. Würde ich so zu Hause nicht trinken, aber hier im Wald tut es echt gut, vor allem weil es richtig warm ist. Oh ja, der Geschmack hat sich verändert, von gar nichts zu nichts. Nein, es ist wirklich, das schmeckt ein bisschen anders, oder? Ja. Ja, wir schlafen auch gleich. Wir gehen heute mal was früher ins Bett als gestern. Gestern waren wir, glaube ich, um 23 Uhr sind wir reingegangen. Ich würde heute spätestens um 22 Uhr in die Haia gehen. Einfach aus dem Grund, dass wir dann mit Sicherheit erstens was schneller einschlafen und zweitens wird es natürlich immer kälter, desto tiefer es in die Nacht reingeht. Und so haben wir dann vielleicht den Hauch einer Chance, sich zu erfrieren. Boah, der Rauch ist echt heftig. Ja. Boah. Bist du ein paar von diesen Dingern? Mhm. Auch nicht so heftig wäre. Ich kann nichts machen. Soll ich? Ja, fang du an. Ich sehe nichts, ohne Witz. Ah. Oh. Ah, oh, fuck. Habt ihr nicht gehört? So. Ah. Oh. Ich tue jetzt hier noch was drauf. Schmecken wie gestern. Eigentlich scheiße, aber man muss ja irgendwas essen. Muss man auch nicht zwingend, aber es ist besser, als so gar nichts im Bauch zu haben. Ja. Schmecken genauso. Nach nichts. In der Prise Blatt. Und sonst. Tja Leute, es ist zwar gerade mal 7:15, das heißt, ihr werdet gerade wahrscheinlich darauf warten, dass das Sandmännchen anfängt, aber wir sind extrem kaputt und der André zum Beispiel verfällt alle paar Sekunden in einen Sekundenschlaf, so kaputt ist der, und Tobi und ich sind auch schon total müde und wir werden uns jetzt 7:15 hinlegen, obwohl es draußen sogar noch relativ hell ist, und werden einfach mal so in die Dämmerung reinschlafen, mal gucken, ob das klappt. Ich bin mal gespannt und ich sehe so fertig aus, meine Haare, es ist echt... Wir sind alle so fertig, ich freue mich so auf morgen und ja, falls heute Nacht irgendwas Aufregendes passiert, werdet ihr es natürlich erfahren. Ansonsten sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht euch. Tobi, willst du noch was sagen? Gute Nacht. Ja Leute, das ganze Projekt ist jetzt gerade noch nicht vorbei, auch wenn ihr euch jetzt gerade wundert. Es ist gerade mitten in der Nacht und es ist eisekalt.
Wenn ich mich nicht irre, hat der Wetterdienst vorher sogar Minustemperaturen angekündigt und es ist einfach so super kalt, dass wir es hier nicht weiter aushalten. Das Survival-Projekt ist damit in keiner Form beendet oder aufgegeben oder sonst irgendwas. Es ist nur so, dass wir das Ganze ja für YouTube machen, das Ganze als Spaßprojekt sehen und wir wollen ja selbst unseren Spaß haben. Und wenn wir jetzt mit einer Lungenentzündung oder irgendwie anders da rausgehen, ist das echt, dann hat das nichts mehr mit Spaß zu tun. Und wir sind bis an unsere Grenzen gegangen, ja, wir haben wirklich unsere Grenzen ausgetestet. Die letzte Nacht war der Horror, sie war super kalt, es war schrecklich. Und diese Nacht wird einfach noch kälter und noch schlimmer und wir halten es einfach nicht mehr aus. Und deswegen werden wir jetzt hier irgendwo in dem Dorf, ich hoffe, wir finden da noch was, in irgendeine Jugendherberge oder einen Gasthof, vielleicht auch irgendwie in eine Art Hotel oder so reingehen, dort bis morgen früh, weiß ich nicht, 6, 7 Uhr schlafen, dann nochmal zum Wald gehen, das Projekt hier beenden. Wir werden also in der Zeit nichts essen, nichts trinken, genauso wie wir es hier im Wald nicht gemacht hätten, nur dass wir einen warmen Raum haben, weil es ist einfach unfassbar kalt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das ist einfach, es geht nicht anders, aber es ist auf keinen Fall problematisch. Und ja, ich hoffe mal, wir werden jetzt was finden. Ihr seid natürlich auf jeden Fall noch dabei. Und wir werden jetzt die Ortschaft hier erkunden, ob wir hier was finden. Und ich finde, es ist persönlich auch, ich persönlich finde es gerade auch ziemlich abenteuerlich, weil es irgendwie, ist irgendwie spannend, ob wir hier das Glück haben, aber wahrscheinlich schon. Also, was sollte uns im Weg stehen? Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt auf dem Weg. Wir haben gerade eben von einem netten Passanten gesagt bekommen, dass zwei Ortschaften weiter so eine Art Hotel ist. Und dort werden wir jetzt gleich auch nochmal nachfragen, ob wir reinkommen. Keine Ahnung, ich hoffe schon, dass sie um die Uhrzeit noch Zimmer vermieten, aber es wird schon klappen irgendwie.